Der richtige Segeltrim, das klingt bei vielen wahrscheinlich nach einer Menge physikalischer Theorie. Der Cheftrimmer der Segelmacherei Elfström, Sören Hansen, aber zeigt es exklusiv bei Yacht-TV ganz anschaulich und verständlich für jedermann. Denn eines steht fest: Mit dem korrekten Segeltrim wird das Boot nicht nur schneller, auch der Komfort an Bord lässt sich verbessern und die Lebensdauer der Tücher entscheidend verlängern. Wir sind an Bord einer Halberg Rassi 412, die mit einem Rollmast ausgerüstet ist. Allen Vorurteilen zum Trotz, ein modernes Rollgroßsegel ist genauso leistungsfähig wie ein konventionelles Groß und auch die Trimmöglichkeiten sind dieselben. Das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten ist dabei wichtig. Also mit das Großschot kontrollieren wir im Prinzip unser Flügel, unser Großsegel. Wir können zwar auch mit Traveler unser Flügel nach Lee bringen, aber wir können auch mit unserem Großschot das Segelmeer aufmachen. Das war da, was aber dann gleich passiert ist, dass Groß im oberen Bereich ganz aufmachst. Und das ist, wenn wir auf hoch am Windkursen fahren möchte, ist das nicht so genial, weil wir haben so wenig Druck im Großsegel. Und wir ziehen ein bisschen dichter wieder. Jetzt machen wir wieder unser Flügel ein bisschen zu im oberen Bereich. Das ganze Segel kommt auch näher an die Senderlinie. Und wir haben den Topf vom Großsegel wieder im Griff und ein Flügel, die vernünftig steht. Anstellwinkel stimmt wieder. Wenig Wind, hoch am Wind, müssen wir aufpassen, dass wir genügend Druck aufs Großsegel bekommen. Und in diesem Fall ist Traveler zu weit nach Lee. Er soll eigentlich ein Stück über Mitte getrimmt werden, sodass wir ein bisschen mehr Druck im Großsegel bekommen. So, wir ziehen Traveler ein bisschen nach Loop. Woher weiß man, wann genug ist? Ja, also wenn plötzlich zu viel Ruderdruck auftaucht, dann oder Geschwindigkeit geht schnell runter, dann ist das Segel zu weit nach Luft getrimmt. Als Grundregel kann man sagen, Großbaum darf ja nie in Centerlinie kommen. So, wenn du deinen Traveler vergisst und du guckst deinen Großbaum an, kannst du so auf die Mitte stehen und schauen, okay, wir sind jetzt auf Centerlinie etwa. Und das ist Maximum. Darf ja nie nach Luft kommen. Also bei mehr Wind muss man ja langsam das Großsegel flacher trimmen. Also depowern, weniger Druck im Groß, weil sonst müssen wir zu früh reffen. Und wir haben Unterlegsträger zur Verfügung. Wir haben unser Achterstag. So, wir können schon das Segelprofil generell beeinflussen damit. Also im Unterleg flach ziehen. Wir können Mast krumm machen. Aber irgendwann reicht das auch nicht. Dann müssen wir langsam etwas weniger Druck aufs Groß haben. Also arbeiten wir uns langsam wieder nach Lee mit Traveler. Lässt das Groß weiter nach Lee. Und warum mit dem Traveler? Warum mache ich nicht gleich die Schot auf? Weil dann macht das Segel im oberen Bereich auf. Wir wollen gern das Profil vernünftig behalten und das ganze Profil, also unser Flügel, nach Lee bringen. Das heißt, ich verändere das Profil nicht, sondern nur den Anstellwinkel? Ja, aber generell kannst du sagen, je mehr Wind du bekommst, je flacher muss das im Unterlieb getrimmt werden, je mehr musst du Achterstag ziehen und je weiter nach Lee muss dein Traveler. Wenn das Großschot so nur in Senderlinie fixiert ist, dann kriegst du nie deinen Baum bis zum Senderlinie, ja. Weil du machst das Segel ganz zu. Kann nicht funktionieren, ja. Mit dem Traveler kannst du immer noch das Segel nach Luft trimmen und wenn das Segel im oberen Bereich zu ist, dann kannst du Großschot ein bisschen vieren, also ein bisschen mehr Twist im Segel bekommen. Das Segel macht im oberen Bereich dann ein bisschen mehr auf. Du fährst generell das Segel relativ rund und Traveler über Zenderlinie, aber immer noch Großbaum nie über Zenderlinie in diesem Fall.
Zur Verdeutlichung hier noch einmal die Auswirkung des Travelers mit Hilfe der App Sail Trim Upwind One. Zieht man den Großbaum durch den Traveler mittschiffs, bleibt das Achterlick dennoch leicht geöffnet. Nimmt der Wind zu, viert man den Traveler. Das Achterlick des Großsegels sollte dann eher geschlossen sein. Je mehr Druck, je mehr Unterlegsträger, je mehr Achterstag und je weiter nach Lee mit dem Traveler. Irgendwann haben wir aber keinen Traveler mehr, weil das Segel ist ganz im Lee, die Traveler. Und wenn wir noch weiter runter müssen auf dem Kurs, also kein Kreuz mehr, sondern mehr offen, dann müssen wir mit das Rufschot arbeiten. Aber bevor wir weiter nach Lee trimmen, müssen wir dann Baumwiederholer dicht ziehen, weil sonst steigt der Baum zu kräftig, wenn wir Großschot aufmachen. Jetzt haben wir Unterlegsträger, Baumwiederholer dicht und wir können jetzt mit das Großschot das Segel aufmachen. Achterlieg bleibt schön zu und das ganze Profil und so Flügel steht immer noch vernünftig, wobei wir jetzt halben Wind oder 120 Grad fahren. Hätten wir jetzt nicht vorher Baumwiederholer dicht gezogen, dann würde das Segel etwa so aussehen. Dann macht das Segel im oberen Bereich ganz auf, Baum steigt zu doll und du hast keinen Druck im Segel. Jetzt haben wir wieder unser Profil im Griff. Besonders Raumschots ist der Niederholer wichtig, da die Schot dann keine Kontrolle mehr über das Achterlick hat. Hier sieht man noch einmal, wie der Niederholer den Baum steigen lässt, wenn er gefiert wird und wie er beim Dichtholen das Vertwisten des Großsegels begrenzt. Jetzt, wenn mehr Wind kommt, dann möchten wir gerne das Segel generell flacher haben und das Segel soll im oberen Bereich etwas mehr aufmachen. Und jetzt zieht Lars Achterstag dicht. Das Segel wird im Anschnitt vorlieg, mehr gerade. Profil generell wird flacher und das Segel macht den oberen Bereich mehr auf. Und Druck geht weg. Jetzt machen wir Achterstag ein bisschen auf wieder. Mast stellt sich wieder gerade hin und das Profil kommt wieder zurück im Segel. Anschnitt vorne wird wieder rund. Und jetzt haben wir unser Leichtwindflügel wieder. Das sagen immer noch viele, dass ein Rollgruß kann man nicht bauchig machen. Also mit den richtigen Materialien, ein vernünftiges Segeldesign geht das schon. Wenn wir das Gruß jetzt anschauen, dann ist das Segel im Anschnitt schön rund und Profil sieht generell vernünftig aus. Biegt man den Mast mittels Achterstag, ändert sich das Profil unseres Großsegels deutlich. Holt man das Achterstag dicht, öffnet das Segel im oberen Bereich und der Druck nimmt ab. Ein gewünschter Effekt bei starkem Wind. Der Unterschied zwischen konventionelles Gruß und Rollgruß ist auch, dass das Trim vom Unterlieg ist etwas anders. Man darf nicht Unterlieg zu doll anschauen, weil das täuscht. Ein konventionelles Gruß, da würde Unterlieg vielleicht im Baum fixiert sein. Und dann denkt man nicht daran, dass das Profil im Prinzip das gleiche ist.
Nur auf dem Rollgruß ist das freifliegend, weil sonst kann man das nicht einrollen. Deswegen hängt Fuß da. Aber das Profil im oberen Bereich stimmt ganz perfekt zum Windverhältnisse, so das täuscht. Als Grundregel kann man sagen, zwei Händen quer würde passen für 10 Knoten Wind mit 38, 40 Fuß schief etwa. Wenn ich jetzt hier dichter ziehe, dann wirst du auch sehen, dass das ganze Segel von unten bis nach oben generell flacher wird. Ziehen wir jetzt langsam dichter. Jetzt übertreiben wir ein bisschen, weil jetzt ist das zu flach. Aber nur um zu zeigen, was eigentlich passiert, wenn man Unterlegsträger vernünftig verwenden. Weil wenn viel Wind kommt, dann hat man also eine gute Möglichkeit, das Segel generell sehr flach zu trimmen mit Unterlegsträger. Jetzt trimmen wir das Segel so einigermaßen nach den jetzigen Verhältnissen. Also wenig Wind. Auch hier die Verdeutlichung durch die App. Bei zunehmendem Wind sollte das Segel am Wind flacher getrimmt werden. Das erreicht man, indem der Unterlegstrecker dicht geholt wird. Im Gegensatz dazu sollte es auf Vorwind- und Raumschutzkursen bauchiger eingestellt sein. Mit dem Rollgruß haben wir keinen Cunningham. Dafür haben wir aber Großfall. Das heißt, wir arbeiten mit Großfall statt mit einem konventionellen Reck würden wir vielleicht eher mit Cunningham dicht ziehen, sodass wir Profil ein bisschen nach vorne bekommen im Großsegel. Mit dem Großfall kannst du fast das Gleiche erreichen. Wenn Wind zunimmt, dann wirst du ein paar oder mehr horizontale Falten im Vorlieg sehen können. Dann musst du deinen Großfall nachtrimmen, sodass du die horizontale Falten vom Eingang, also vom Vorlieg am Großsegel. Und wie entstehen die Falten wodurch? Wo der Bauch nach achtern wandert oder bei mehr? Ja, also wenn das Segel in sich sehr stabil ist, und wenn du mehr Wind bekommst, irgendwann wirst du dann auch den Mast mehr krumm machen. Und dann wird der Abstand von Top bis nach Hals kürzer und das Segel wird ja nicht kürzer. Und irgendwann wirst du Falten im Vorlieg bekommen, musst du nachtrimmen. Das Beste wäre eigentlich generell, dass man irgendeine Grundtrim finden und dann eine Markierung gleich auf das Großfall beim Fallstopper machen, weil dann hat man einen Grundtrim bis um diese Markierung muss das Segel hochgezogen werden bei normale oder unter normale Verhältnisse. Das kann 15 Knoten sein, ist egal, Hauptsache man weiß unter welche Verhältnisse passt unsere Markierung. Das konnte jetzt 10 Knoten sein und dann weiß man als Skipper, okay, heute haben wir 20 Knoten, dann muss unsere Markierung ein Stück weiter nach hinten. Wenn man eine Markierung auf Großfall haben, dann kann man auch, wenn das Segel eingerollt ist und das Boot liegt längerer Zeit im Hafen, kann man das Groß ein bisschen nach unten lassen. Weil dann steht das Segel nicht permanent mit viel Druck oder Zug nach unten, nach oben. Und das Zug und dadurch auch das Segel und das Profil bleibt länger, hält länger, Lebensdauer wird länger werden. Und bevor man den Hafen verlässt, dann zieht man groß wieder dicht bis zum Markierung und dann wissen wir, okay, so war das letzte Mal ganz gut, wir fangen da an als Grundtrim. Markierung kann man übrigens auch auf Akterstag machen, gilt das Gleiche. Man kann eine grüne Markierung für wenig Wind bis 8 Knoten Wind, blau für 15 Knoten, schwarz für 20 Knoten und verschiedene Markierungen machen, sodass man irgendeinen Ausgangspunkt hat, womit man sich bequem fühlt.
Hat man, wie beim Rollgroß, nur einen Fall, sollte man es bei zunehmendem Wind stärker durchsetzen, um das effektive Profil zu erhalten. Diese Trimmmaßnahme wirkt vor allem im oberen Bereich des Segels. Ein Cunningham dagegen arbeitet weiter unten, hat aber ansonsten den gleichen Effekt. Ziel bei beidem ist, den Bauch im Segel bei stärker werdendem Wind nach vorne zu trimmen. Generell beim Ausrollen und auch bevor man Rollgroßsegel treffen, muss man ein paar Sachen vorher berücksichtigen. Ein Baum darf nicht zu niedrig getrimmt werden, man muss ein leichtes Winkel nach oben haben, nicht viel, das ist meistens 2-3 Grad. Und am besten macht man eine Markierung auf den Baumniederholer, weil dann weißt du ungefähr, wo soll der Baum getrimmt werden. Meistens stimmt das Trim sogar, weil wenn wir hoch am Wind segeln, dann hast du meistens deinen Baumniederholer bis zur Markierung gezogen und gut ist. Und wenn du dann das Segel treffen willst, okay, dann stimmt das meistens. Warum muss der Baum so ein bisschen hoch sein? Ja, nicht sehr hoch, der soll nur nicht zu niedrig sein, weil wenn der Baum zu niedrig nach unten gezogen ist mit Baumniederholer, dann rollt das Segel im Prinzip zu schnell im unteren Bereich. Wenn der Baum zu hoch ist, dann rollt das Segel im oberen Bereich zu schnell ein. Dann habe ich da zu viel Tuch, oder? Ja, dann wird das Segel nicht so schön aufgewickelt. Und mit den stehenden Latten muss das einigermaßen vernünftig stimmen vom Trim her. Man muss aber auch, bevor man das Segel einrollt, dann soll man am besten oder am liebsten Akterstag aufmachen, weil dann steht der Mast wieder gerade. Vorkrümmung geht weg oder die Krümmung, die man mit Akterstag erreicht haben, geht weg und Mast steht vernünftig und das Segel rollt mit weniger Reibung rein und raus. Das moderne Rollmast, da ist das eigentlich nicht mehr so wichtig, ob man jetzt haargenau mit einem festes Windwinkel das Segel einrollen. Früher haben wir gesagt, am liebsten Wind vom Steuerbord, 30 Grad. Aber heute ist das eigentlich nicht mehr so wichtig. Wir können auch zur Not auf Halbwindkursen das Segel komplett einrollen, sogar reffen. Ist nicht so schlimm. Aber immer gleichmäßige Bewegung, sodass du beim Einrollen den ganzen Weg nach vorne ein bisschen Zug im Unterlieg haben. Dann rollt das Segel sich hervorragend ein und du hast nie Probleme damit. Der Komfort eines Rollgroß liegt auf der Hand. Doch noch immer lächeln viele Segler, wenn es um die Frage der Leistungsfähigkeit geht. Noch eine Vorurteil, die man sehr oft hört, ist, dass ein Rollgroß ist begrenzt bezüglich Akterliegsrundung. Das sagen ja auch immer noch viele, auch Journalisten, tut mir leid, dass ein Rollgroß ist ja generell kleiner. Akterliegsrundung ist kleiner. Nun ist das aber ein bisschen anders, weil die moderne Bootsdesigns, die man jetzt sieht, die fahren ohne Genua in Fock, Vorstag relativ hoch platziert und Großbaum ziemlich lang. Abstand zwischen Baum und Akterstag, wie du siehst, ist sehr kurz. Und auf ein konventionelles Mast, da ist deine Begrenzung bezüglich Akterliegsrundung, ist ja dein Akterstag. Du kannst kaum ein Großsegel mit horizontalen Latten mit mehr Überlappung von Akterstag wie 50, 60 mm, weil sonst bleibt das Segel hängen. Und das will man nicht als Fahrtensegler. Mit den modernen Rollgroßsegeln können wir ja im oberen Bereich ein Kopfbrett im Prinzip einbauen. 400, 450 mm breit. Und wir können bis zum 3,3% vom Akterliegslänge anbauen als Akterliegsrundung. So, eigentlich kann man auf dieses Schiff ein Großsegel machen mit 200, 250 mm Überlappung auf das Akterstag. Das aber auch erst neu. Weil, ja, mit unser neues Fat Furl Design
Aber auch weil die Latten ja, die sind senkrecht. Mhm. Und Winkel vom Achterstag und Latte ist bequem. So wenn wir eine Wende machen, dann rutscht das Segel immer durch. Immer. Mit einem konventionellen Großsegel, mit horizontaler Latten, bleibt das Segel am Achterstag hängen. Mit stehenden Latten rutscht das Segel immer durch. Mhm. Wenn man das so extrem bauen will. Und es gibt in der Zwischenzeit mehr Verrückte mit Schiffe, mit Rollmasten, die auch gerne ein bisschen Spaß haben möchten. Und die kaufen halt die moderne Rollgroßsegel. So auch stabiler, teurer. Auch teurer, ja. Aber man braucht sich auch nicht zu schämen. Also da kann man gegen die großen Racers auch antreten. Die werden zwar lachen am Anfang, aber zum Schluss werden die nicht unbedingt lachen. Wem die geballte Segeltheorie im Bewegtbild zu schnell ging, der kann sich die Tipps zum Großsegeltrim auch direkt bei Yacht Online als PDF herunterladen. Und in der nächsten Folge der Trim-Serie probieren wir aus, wie sich eine Genua perfekt einstellen lässt.